steigen ein mit Services Computing und da darf ich das Wort an den Kollegen Christian Decker übergeben. Ne? Ja, besten Dank. So. Gut, ich möchte Ihnen etwas über Services Computing erzählen und alle Informationen sind auch sehr einfach verfügbar unter dem Kurzlink bit.ly/bbmscm. BBSCM ist also quasi die Abkürzung für Böblingen, das Kennzeichen, und SCM ist eigentlich so der Kurzbegriff, den wir immer verwenden für Services Computing. Ja, was ist Services Computing? Wir haben uns auf der Webseite mal dazu ein bisschen Gedanken gemacht und überlegt, wie können wir dieses Programm zusammenfassen. Und herausgekommen ist das sogenannte Vision Board. Services Computing beschäftigt sich also quasi mit der Idee oder dem Ansatz, dass Rechnersysteme, Computer und informationsverarbeitende Systeme hierbei die primären Produktionsmittel sind. Das heißt, dass die physischen Objekte eigentlich nur noch der Träger von digitalen Services sind. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit den Ansätzen, die zum Beispiel Uber oder Airbnb feiert. Das heißt also, Unternehmen, die sehr erfolgreich in ihrem jeweiligen Gebiet sind, aber gar keine eigenen physischen Gegenstände oder Assets mehr haben. Und diese physischen Gegenstände oder Assets, die quasi in den Hintergrund rücken, sind demzufolge dann auch der Träger für die digitalen Services. Und Services Computing ist ein IT-Masterstudiengang hier in Göttingen angesiedelt, der sich vor allen Dingen mit der Technologie, also der Frage, wie können eigentlich solche Ubers und Airbnbs gebaut werden? Wie sehen solche Systeme aus und wie baut man im Allgemeinen solche Systeme zu erfolgreichen Systemen? Ja, die Vision, die wir dabei verfolgen, sei hier mal ganz kurz zusammengefasst. Services Computing is the science and the engineering of IT-focused value creation for the digital business. Und damit ist es eigentlich zusammengefasst. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit den wissenschaftlichen, ingenieurswissenschaftlichen Methoden der IT, solche Systeme zu bauen. Hierbei verfolgen wir vor allen Dingen einen interdisziplinären Ansatz, der diese ingenieurswissenschaftlichen Methoden verwendet, um eine IT-basierte Wertschöpfung zu ermöglichen. Computer- und informationsverarbeitende Prozesse sind dabei primäre Produktionsmittel und wir schauen vor allen Dingen auf wertschöpfende Prozesse, die durch IT erst überhaupt möglich werden. Ja, für wen ist das interessant? Unsere Target Group hierbei sind vor allen Dingen innovationsorientierte Studierende. Studierende, die ihr technisches Know-how vertiefen wollen. Wenn Sie also einen Hintergrund haben, beispielsweise in der Wirtschaftsinformatik oder in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang, wollen die Informatikkomponente vertiefen, dann wäre Services Computing hier ein interessanter Masterstudiengang. Und wir wollen vor allen Dingen Studierende hier an uns binden, die die Digitalisierung und digitale Unternehmen maßgeblich gestalten wollen. Ja, was brauchen solche Leute? Sind Sie also quasi daran interessiert, Ihr technisches Know-how zum Beispiel im Rahmen Software und Data Products zu vertiefen, Service Engineering oder IoT zu lernen, dann ist das hier quasi der richtige Studiengang. Wenn Sie IT oder neue IT-basierte und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle verwirklichen wollen, ebenso ist das also hier der passende Studiengang für Sie. Wenn Sie an einem Punkt sind, wo Sie Ihre Karriere, insbesondere im technischen Bereich, im IT-Bereich weiterentwickeln wollen, so ist ebenfalls Services Computing hier der geeignete Studiengang. Wir vermitteln die Methoden der digitalen Transformation von Unternehmen. Und was bieten wir dafür an? Was ist unser Produkt? Sie erhalten hier von uns einen Master, einen Master of Science. Sie absolvieren ein Masterstudium innerhalb von 4 Semestern oder 2 Jahren. Das können Sie berufsbegleitend durchführen in dem Teilbereich der Wirtschaftsinformatik. Und wir wollen damit eigentlich genau die Ausbildung für digitale Unternehmen liefern, für die in diesem Umfeld dieser veränderlichen Technologien quasi aktiv sind und dabei wertschöpfende bzw. erfolgreiche Geschäftsmodelle realisieren wollen. Was muss ich noch dazu sagen? Hier insbesondere das HHZ als Standort in Böblingen ist dabei insbesondere interessant, weil hier vor allen Dingen sehr viele große wie auch mittelständische Unternehmen beheimatet sind, die genau in diesem digitalen Umfeld aktiv sind und hier die entsprechenden Potenziale suchen, die wir ausbilden. Ja, was bieten wir an als Wert? Womit enden Sie, wenn Sie hier diese Ausbildung abgeschlossen haben? Mit unserem Studium, dem Masterstudiengang Services Computing, sind Sie ein Experte. Sie sind Know-how-Träger für digitale Geschäftsmodelle, Märkte und Unternehmen. Sie sind vor allen Dingen dann auch
oder Sie können sich spezialisieren als Entwickler für gewinnbringende digitale Produkte, oder Sie werden oder Sie streben eine Karriere an als Digital Officer für die Ausrichtung von Unternehmen auf die digitalisierten Märkte. Und ich denke, das bringt man eigentlich ganz gut zum Ausdruck mit diesem Bild. Das sind unsere erfolgreichen Studierenden. Und da gibt es ein Zitat, was ich immer wieder gern bringe, das ist eigentlich sehr plakativ einfach ausdrückt. Das, was wir hier vermitteln, das Know-how, das braucht man einfach. Ja, ganz kurz zusammengefasst, was sind die entscheidenden Fakten von diesem Studiengang? Ne? Insgesamt bieten wir also einen Studiengang auf hohem wissenschaftlichen wie auch ingenieurswissenschaftlichen Niveau an, einen IT-Masterstudiengang für alle diejenigen, die ihr IT-Know-how vertiefen wollen. Kommen Sie aus der Wirtschaftsinformatik oder haben Sie einen wirtschaftswissenschaftlichen oder ingenieurswissenschaftlichen wie auch naturwissenschaftlichen Hintergrund, dann bilden wir Sie hier aus mit einer verstärkten IT-Komponente. Insgesamt bieten wir pro Semester 25 Studienplätze an. Die Bewerbungsfristen sind im Januar, beziehungsweise also Mitte Januar, 15. Januar und am 15. Juli für die entsprechenden Sommer- bzw. Wintersemester. Als Zugangsvoraussetzung brauchen Sie einen Bachelor mit mindestens 180 ECTS. Ein Numerus Clausus, also eine bestimmte Abschlussnote in dem Bachelor, ist hierbei keine Zugangsvoraussetzung. In 4 Semestern erreichen Sie dann den Master bei einem erfolgreichen Studienabschluss. Sie sind Studierende der Hochschule Reutlingen, sind aber hier am Standort in Böblingen angesiedelt. Das heißt also, es laufen sehr viele Veranstaltungen hier in Böblingen ab. Zusätzlich kooperieren wir in diesem Studiengang mit der Universität Stuttgart. Einige der Module, insgesamt 4 Stück, finden auch an der Universität Stuttgart statt. Alle unsere oder fast alle Module, die wir hier anbieten, sind berufsbegleitend studierbar, insofern, als dass sie im Blockunterricht stattfinden. Das heißt also, Sie kommen mehrere Tage nacheinander hierher und absolvieren dann die Module. Es gibt bis auf 2 Ausnahmen aktuell, das sind Module an der Universität Stuttgart, die auch von den Professoren dort gelesen werden, die nur im wöchentlichen Rhythmus angeboten werden. Aber wir bemühen uns, dass diese verschiedenen Zeitmodi so zusammenpassen, dass man dieses Studium auch berufsbegleitend absolvieren kann. Ganz kurz ein Blick auf das Studienprogramm. Die Details hier sind lediglich durch die Farben noch ein bisschen unterstützt. Das erste Semester ist so ein typisches Semester, wo recht viel diverse, unterschiedliche Module zusammenkommen. Hier erhalten Sie die verschiedenen Grundlagen. Hier zum Beispiel hervorgehoben die Grundlagen im Scientific Project Methods. Das heißt, Sie werden ausgebildet, systematisch, strukturiert, wissenschaftlich voranzuarbeiten. Das, glauben wir, ist die entscheidende Grundlage, um heute erfolgreich Geschäftsmodelle zu verstehen und weiterentwickeln zu können, bis hin zu neuen Geschäftsmodellen auftun zu können. Dann entwickelt sich das Studium weiter fort und Sie sehen, dass hier quasi dieser blaue Bereich so überhand nimmt. Das heißt also, mit den weiteren Semestern fordern wir Sie auf, dass Sie mit anderen Studierenden enger zusammenarbeiten, dass Sie eigene Fragestellungen reinbringen, dass Sie aber auch Ihr eigenes Studium zeitlich wesentlich eigenständiger organisieren. Und die höchste Form der eigenständigen Organisation ist natürlich dann der Abschluss mit Hilfe der Masterthesis, in dem Sie innerhalb von 6 Monaten aufgefordert sind, ein Thema wissenschaftlich systematisch durchzuarbeiten. Ja. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir kooperieren mit der Universität Stuttgart. Es gibt insgesamt 4 Module an der Universität Stuttgart. 2 von denen finden im wöchentlichen Rhythmus statt und die anderen beiden sind ebenfalls, wie hier die Module, am Standort Böblingen als Blockveranstaltung organisiert. Ja, ich hatte es erwähnt, wir sind berufsbegleitend unterwegs und ein berufsbegleitendes Studium stellt besondere Anforderungen. Das heißt, wir müssen also auch Services anbieten, nicht nur darüber reden und das Ganze lehren, sondern wir bieten auch konkrete Implementierungen und Services an, um es zu ermöglichen, dass Studierende, die hier am Standort tätig sind, beziehungsweise dann auch wieder weggehen, also eine verteilte Studierendenschaft bilden, dass die miteinander hier mit uns verbunden sind. Und diese Services, die wir dafür nutzen, sind so die klassischen, sehr bekannten Services. Unsere Studienpläne beispielsweise, unsere Vorlesungspläne sind als Google-Kalender. Das heißt also, können einfach auf Ihrem Smartphone integriert werden, können abonniert werden. Sie können sie also im Unternehmen in die klassischen Kalender- und Terminplanungsprogramme integrieren. Alle Informationen, die Sie brauchen, insbesondere zum Beispiel FAQs und so weiter, häufig gestellte Fragen, Informationen, wie wickle ich eine Thesis ab, wie wickle ich ein Projekt ab, wenn ich
eigene Vorstellungen oder Fragen habe. Das alles ist bereits in Leitfäden beschrieben. Sie können also quasi auch ohne hier zu sein Ihr Studium von der Ferne aus organisieren. Und wem das noch nicht reicht und quasi 24/7 Support braucht, dem sei hier zum Beispiel unser neuestes Kind ans Herz gelegt, Scotty, unser Studibot, ein Facebook-Messenger-Bot, der also quasi für Sie da ist, mit Ihnen die Termine planen kann, beziehungsweise Sie über Terminänderungen informiert, Ihnen häufig gestellte Fragen beantworten kann und mit dem wir beispielsweise mit Ihnen in Kontakt bleiben können. Dieser Scotty-Bot wurde von Studierenden für andere Studierende hier entwickelt, ist also quasi ein Produkt, ein Datenprodukt, wie wir das nennen würden, ein Service, den wir für unsere verteilte Studierendenschaft hier anbieten. Und demzufolge auch eine ganz interessante Plattform für Sie, die das zum Beispiel jetzt auch in Zukunft weiterentwickeln möchten. Lassen Sie mich noch ganz kurz abschließen mit einigen kurzen Impressionen aus unserem Studium. Hier sehen Sie mal ganz kurz ein paar Bilder, wie bei uns auch studiert wird. Hier beispielsweise aus der IoT-Vorlesung, die ich selber gebe, einige Snapshots vom Hackathon. Hackathons werden bei uns so organisiert, dass quasi die Kompetenzen, die Sie in anderen Vorlesungen erworben haben, einschließlich der Inhalte der IoT-Vorlesungen, in einem eigenen entwickelten Teamprojekt innerhalb kurzer Zeit zusammenkommen müssen und auch entsprechend dokumentiert werden müssen. Alle Hacker